Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen, sagt Maria Montessori. Und Johann Wolfgang Goethe sagt, zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel. Herzlich willkommen zu diesem ersten Vernetzungsanlass, den wir als gemeinderätlicher Kommission durchführen. Wir haben von rund 1,5 Jahren haben wir eine Kommission gegründet, die jetzt so richtig zum Fliegen kommt, nämlich mit dem ersten Anlass, den wir schon zu Beginn geplant haben, nämlich alle Leute, die in irgendeiner Form oder auch als Eltern oder Elternteil oder auch als Großeltern involviert sind. Bei der Kinderbetreuung, bei der frühen Förderung haben wir ein großes Potenzial entdeckt, bei dem wir eben schon früh Erkennung machen können oder früh intervenieren können. Das ist unser Ziel. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es freut mich sehr, Sie hier in Graz begrüßen zu dürfen. Ich danke allen Referenten, Referentinnen, die sofort zugesagt haben. Ich habe sie schon letztes Jahr einfach angefragt und ich war erstaunt, wie schnell, dass ich da die Zusage bekommen habe. Und es freut mich ungemein, dass ich alle Referenten, Dr. Herbert Renz-Polster, der bekannt ist als Buchautor, Kinderarzt, Wissenschaftler, und der die schönen Bücher, ich habe eins mitgenommen, dann können Sie schnell blättern und Sie sind sicher schnell begeistert, ein solches auch zu kaufen. Dann haben wir Professor Dr. Martin Hafen, er ist Sozialarbeiter, Soziologe, tätig an der Hochschule Luzern und im Institut für Sozialmanagement. Seine Schwerpunkte sind die frühe Förderung, Gesundheitssoziologie und Theorie von Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung. Wir haben die Ehre, dass Dr. Claudius Lutherbach, der Departementsleiter, zu uns gekommen ist und uns anschließend begrüßen wird. Ich möchte meine kleine Begrüßung mit einer Bewunderung anfangen und mit deiner Bewunderung dann auch aufhören. Die Bewunderung, die ich für Sie habe, ist, dass Sie an diesem Nachmittag hier sitzen, nicht in einem etwas verdunkelten Raum, obwohl wir lange jetzt grau und nass hatten und jetzt eigentlich mal schönes Wetter wäre. Das zeigt aber, dass Ihnen dieses Thema enorm wichtig ist und das Thema ist auch enorm wichtig und trotzdem haben Sie meine volle Bewunderung, dass Sie heute Nachmittag hier sind. Wenn wir von unseren Kindern sprechen, so steht das in der Einladung, wie gelingt die gesunde Entwicklung unserer Kinder, dann befassen wir also uns mit unseren Kindern. Wir befassen uns mit unseren Kindern dann mit nicht weniger als eigentlich mit unserer Zukunft. Es sind unsere Kinder, die in der Welt, die unsere Welt dann gestalten werden, die sie mitgestalten werden. Auch unsere Kinder, die die Welt erben mit all den Folgen, die wir hinterlassen werden. Es sind unsere Kinder, die in ein paar Jahren mit den vielen alten Menschen zusammenwohnen werden, zusammenleben werden, die, wenn sie dann zum Beispiel einen Pflegeberuf lernen oder sich als Angehörige pflegend betätigen, uns dann vielleicht einmal pflegen werden, so hoffen wir doch irgendwie. Es sind unsere Kinder, die Verantwortung übernehmen werden, Verantwortung in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Es sind aber auch unsere Kinder, die unter Umständen ihr ganzes Leben hindurch auch eine gewisse Hilfe benötigen, Unterstützung benötigen. Viele unserer Kinder werden aber durch ihren vielfältigen Einsatz und ihr Leben dann eben tragende Säulen unserer Gesellschaft. Jetzt liegen unsere Kinder vielleicht auf der Wiese, das Bild vorher hat mir sehr gut gefallen, die Kinder liegen vielleicht auf der Wiese, dann kommen sie vielleicht nach Hause mit Heuschnupfen und Asthma. Das ist, glaube ich, meinem Sohn gerade etwas passiert, deswegen werde ich dann in der Pause leider die Veranstaltung vorzeitig verlassen müssen. Da müssen Sie mir das entsprechend nachsehen, Entschuldigung. Es ist so, die Kinder halten einen dann eben auf Trab. Wenn dann das Asthma zu stark wird, dann sind unsere Kinder auf uns angewiesen. Und wenn sie eben auf uns angewiesen sind, dann sind wir ganz direkt
auch in unserem Thema, nämlich in im Thema der frühen Förderung. Bei den Kindern stechen natürlich die ersten Lebensjahre dann schon hervor. Bekanntlich, das muss ich nicht weit ausführen, sind die ersten Lebensjahre entscheidend. Entscheidend für die Entwicklung der Kinder. In diesen ersten Lebensjahren passiert sehr viel, wird viel zugrunde gelegt. Und in diesen ersten 4 Lebensjahren, da setzt eben diese frühe Förderung an. Wir haben im Kanton St. Gallen mit der Strategie frühe Förderung eine Vision hinterlegt. Da zitiere ich jetzt mal aus dieser Strategie Folgendes. Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren im Kanton St. Gallen sind gesund und haben starke Eltern und Bezugspersonen, denen sie vertrauen und die sie begleiten. Sie sind gut betreut, wachsen in anregenden Umwelten mit vielfältigen Lerngelegenheiten auf, spielen mit anderen Kindern, entwickeln sich nach ihren eigenen Bedürfnissen und entfalten ihr Potenzial. Jedes Kind im Alter von 0 bis 4 Jahren wird in der Gesellschaft als gleich wertvoll betrachtet. Es ist im Kanton St. Gallen mit seiner Familie willkommen und fühlt sich wohl. Die Rechte von Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren, im Speziellen ihre Rechte auf ein sicheres Zuhause, wo sich jemand um sie kümmert, auf Spiel und Erholung, auf Schutz vor Gewalt, auf Kontakt zu beiden Elternteilen und auf gleiche diskriminierungsfreie Behandlung sind anerkannt und gewährleistet. So die Vision in der Strategie frühen Förderung des Kantons St. Gallen. So einleuchtend diese Strategie ist, so gut wissen wir auch, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass das bereits Wirklichkeit ist. Wenn ich in den Raum schaue, dann habe ich zwar den Verdacht, dass in sehr vielen des Umfelds der Personen, die hier sind, Kinder in einem Verhältnis aufwachsen dürfen, dass dieser Vision schon relativ nahe kommt. Sie und ich wissen aber, dass das lange nicht überall der Fall ist und dass es eben auch Anstrengungen bedarf, um diese Vision wirklich zu verwirklichen. Natürlich sind in erster Linie Eltern gefordert. Ich sage jetzt nochmals, wir Eltern gefordert, das familiäre System, das private Umfeld, selbstverständlich. Da ist eine sehr große Verantwortung zu Hause. Gleichzeitig ist es eben auch entscheidend, in welchen Rahmenbedingungen Familien, Kinder aufwachsen können, welche Unterstützungsangebote da sind. Wir wissen alle, dass eben auch Familien, Eltern mit ihren Kindern unglaublich gefordert sind, dass wir Unterstützung brauchen und solche Unterstützung gibt es nicht einfach so. Da ist auch die einzelne Person unter Umständen ein wenig überfordert. Es braucht eben eine solche Unterstützung und das ist sicher einer der Gründe, warum wir uns hier an einem solchen Vernetzungsanlass auch treffen. Dass sich Investitionen im Bereich der frühen Förderung lohnen, das darf ich Ihnen versichern. Ich möchte aber Herrn Hafen nicht vorgreifen. Ich denke, da wird er uns sicher dazu einiges sagen. Viele Aspekte sind es eben, die in der frühen Förderung wichtig sind. Von physischer oder psychischer Gesundheit über soziale Kontakte bis zur Sprache. Daher wird die Strategie frühe Förderung im Kanton St. Gallen auch interdepartemental getragen, das heißt nicht nur von einem Departement, sondern eben von mehreren, von 3 Departementen. Vom Gesundheitsdepartement, weil eben der gesundheitliche Aspekt wichtig ist. Es sind auch entsprechende Referentinnen, Referent hier, um eben diesen Gesundheitsaspekt, um den es auch sehr stark geht, in der frühen Förderung zu unterstreichen. Es ist auch das Bildungsdepartement Trägerin dieser Strategie, weil gerade der Aspekt der Bildung aber auch Sprachförderung enorm wichtig ist und dann der Übergang in die Schule, in die Volksschulzeit. Deswegen ist das Amt für Volksschule mitleitend in der Umsetzung und auch in der Erarbeitung dieser Strategie. Und wir vom Amt für Soziales im Departement des Innern, wir leiten dann diese Strategie irgendwo an. Wir kommen dann mit all den sozialen Aspekten, den Aspekten der Integration und so weiter, die eben auch
Teil dieser frühen Förderung sind. Und so versuchen wir, die frühe Förderung in unserem Kanton zu stärken. Nun ist das so, dass man natürlich solche Strategien schreiben kann, man kann sie entwerfen, man kann dann, wenn man den Mut hat, dann unter die Leute gehen und sagen, das ist wichtig im Fall und so weiter. Und dann bringt das alles noch nicht so viel. Sondern es muss umgesetzt werden, es braucht Menschen, die eine solche Strategie umsetzen, tragen, die sich mit ihr befassen, die Aktivitäten entwickeln, um eben das Ganze auf den Boden zu bringen. Da sind Gemeinden sehr stark gefordert, da sind Fachpersonen sehr stark gefordert, da sind alle diejenigen, die mit den Kindern direkt zu tun haben, eben sehr stark gefordert. Die Gemeinde Grabs hat das erkannt und hat ein Konzept für frühe Förderung erarbeitet und verabschiedet. Das ist die zweite Bewunderung, die ich ausdrücken möchte. Ich gratuliere der Gemeinde dazu. Das ist ein wichtiger Ansatz, dass sie das eben tun und das dann nicht beim Buchstaben belassen, sondern solche Veranstaltungen, solche Vernetzungen organisieren, dass sie gemeinsam sich auf den Weg machen und in diesem wichtigen Bereich der frühen Förderung Schritte tun und Schritte unternehmen. Als ehemaliger Caritas-Präsident freut es mich übrigens besonders, dass die Kulturlegi sehr prominent dann vorkommt, wenn man das Konzept frühe Förderung anschaut. Es ist eben so, dass gerade auch Familien in bescheidenen Verhältnissen, armutsbetroffene Familien von diesem Thema relativ stark, ich möchte nicht sagen betroffen sind wir natürlich alle, aber unter Umständen einen etwas schwierigeren Zugang haben zu gesunder Ernährung beispielsweise, der gesundheitliche Aspekt und Armut, das sind Dinge, die natürlich sehr stark zusammenhängen und dass Sie hier einen Schwerpunkt darauf legen, gerade auch Menschen, Familien, Kinder, die in armen Verhältnissen aufwachsen müssen und die gibt es bei uns, das kann ich Ihnen versichern, dass Sie die besonders ansprechen. Gerade wegen dieser Wichtigkeit des Themas, also Vernetzungsanlässe besonders wichtig. Vom Kanton aus versuchen wir das zu fördern, indem wir beispielsweise entsprechende Kredite aufbauen und nutzen können. Kinder- und Jugendkredit als Beispiel oder ein Kredit für Familienzentren, wo wir Anschubfinanzierungen für Familienzentren leisten können oder auch ein Integrationsförderkredit, weil gerade dieses Thema auch ein Thema der Integration ist. Wie die Zusammenarbeit unter den Departementen auf kantonaler Ebene ist bei Ihnen die Zusammenarbeit wichtig. Sie sind hier zusammengekommen, um eben eine solche Kooperation anzugehen, zu leben und einen wichtigen Beitrag für eine solche Kooperation, Vernetzung leistet die heutige Veranstaltung. In dem Sinn möchte ich da nicht länger werden. Ich wünsche Ihnen gute Impulse am heutigen Nachmittag, freue mich auf die Referate, die wir hören werden und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Lutherbacher, für diese wertvolle und wertschätzende Einführung. Genau, ich platziere mal die Schilder um. Genau, ich habe auch gesehen, dass sich da ein sehr sympathisches Plus eingeschlichen hat, irgendwann jetzt beim Ausprobieren. Genau, das kann nur bestätigen, dass das, was wir gehört haben und was wir weiterhören werden, letztlich von besonderer Bedeutung ist, ja. Wie gesagt, ich bin Soziologe, Sozialarbeiter. Mein Hauptthemengebiet ist eigentlich die Prävention. Ich beschäftige mich seit mittlerweile 13, 14 Jahren intensiv mit dem Frühbereich, den ich als mit Abstand wichtigsten Präventionsbereich bezeichne. Und das, was ich ausführen werde, ist eigentlich nichts anderes als eine Reihe von Argumenten. Eine Reihe von Argumenten für diese These und eine Reihe von Argumenten für das, was Herr Lutherbacher ausgeführt hat. Die inhaltlichen Schwerpunkte, ich werde das Referat in drei Teile aufteilen. Zuerst einige einleitende Bemerkungen zur frühen Förderung, dann einige wissenschaftliche Erkenntnisse aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, die sich mit dieser wichtigen Lebensphase auseinandersetzen,
Und dann so quasi die pragmatische Perspektive, dass das eben wirklich eine Investition ist, eine Investition in die Zukunft, wenn wir uns in der frühen Förderung beschäftigen, sei das in der Praxis, sei das eben auf Departementsebene, auf der politischen Ebene, auf Verwaltungsebene. Ja, zuerst diese Einleitungen. Zuerst kommt immer die Definition, was ist unter früher Förderung letztlich zu verstehen. Ich bezeichne frühe Förderung als die Gesamtheit aller Maßnahmen, die für gute Umweltbedingungen für kleine Kinder im Alter 4 bis 5 Jahren letztlich sorgen. Das heißt, es geht nicht nur um Sprachförderung, das heißt, es geht nicht nur um familienergänzende Kinderbetreuung, es geht auch um die ganze medizinische Betreuung, es geht aber auch um alle Maßnahmen, die letztlich die Eltern dabei unterstützen, ein Kind ins Leben zu führen. Ich erinnere daran, wir mussten uns, letztes Jahr war das, glaube ich, an der Urne einen 2-wöchigen Vaterschaftsurlaub erkämpfen. Oder? Und das ist kein gutes Zeichen. Wir sind nach wie vor das Land in Europa, das keine wirkliche Elternzeit hat, die ihren Namen auch verdient. Und wenn wir dann die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser ersten Lebensphase, zur Bedeutung der Bindung zwischen Eltern und Kind zur Kenntnis nehmen, dann wissen wir, dass das ein relativ ungünstiger Zustand ist. Und dass wir noch daran arbeiten müssen, diesen Zustand quasi in einen vielversprechenderen Zustand zu überführen. Genau, was will frühe Förderung? Gute Ausgangsbedingungen für ein gelingendes Leben, und zwar für alle Kinder. Das heißt, ein möglichst hohes Maß an Chancengerechtigkeit. Das sind dann vor allem die Kinder im Fokus, deren Eltern es nicht schaffen, die nicht in der Lage sind, ihren Kindern einen optimalen Start ins Leben zu ermöglichen. Dann ganz wichtig natürlich, im Fokus stehen die Kinder, aber eben vor allem ihre relevante Umwelt. Also wie Montessori gesagt hat, dieses Zitat, oder? Genau die Umgebung der Kinder, das ist das, was wir gestalten können. Und die frühe Förderung zielt in ganz vielen Hinsichten eben auf die Gestaltung dieser Umgebung an. Was will frühe Förderung nicht? Auch immer wieder nötig, das zu betonen. Es geht nicht um Frühchinesisch und Kinderyoga und Mozart im Mutterbauch und um möglichst leistungsfähige kleine Wesen zu erzeugen, die schon in der Schule schreiben und rechnen können und so weiter. Das können Eltern machen, wenn sie das wollen, aber das ist nicht das, worum sich der Staat, worum sich die Fachleute primär kümmern sollen. Es geht auch nicht, und das ist ein Punkt, der ist mir sehr wichtig, es geht nicht um eine Verschulung der frühen Kindheit. Es geht nicht um vorgezogenen PISA-Fächerunterricht in den Kindertagesstätten oder in den Spielgruppen, sondern es geht im Gegenteil, es geht eigentlich um das Gegenteil. Ich sage immer, der Frühbereich sollte von der Schule eigentlich nichts lernen. Umgekehrt sollte die Schule vom Frühbereich einiges lernen. Weil was wir hier kennenlernen, sind die Lernprinzipien von kleinen Kindern. Und diese Lernprinzipien sind globale, umfassende Lernprinzipien, die eben im formalen Bildungssystem nicht außer Kraft gesetzt werden sollten, durch eine übermäßige Betonung von Auswendiglernen und durch frühzeitige Selektion. Und natürlich geht es auch nicht, das wurde auch schon gesagt, es geht natürlich nicht um die Aufhebung der elterlichen Verantwortung, sondern es geht um die Unterstützung der Eltern, diese Verantwortung wahrzunehmen. Das waren die einleitenden Bemerkungen. Jetzt widmen wir uns quasi einigen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Argumenten. Ich selbst, wie gesagt, bin Soziologe. Ich arbeite sehr gerne mit der soziologischen Systemtheorie, die auch zur frühen Förderung einiges beitragen kann. Und da nehme ich immer gerne zuerst den Systembegriff. Kleine Kinder sind ja Systeme. Oder? Und Systeme sind jetzt nicht einfach für sich da, keine abgeschlossenen Räume, sondern Systeme sind immer Systeme in Relation zu ihrer relevanten Umwelt. Das bedeutet, wir müssen nicht nur die Systeme fördern, also die kleinen Kinder, sondern eben auch die Bedingungen in ihrer relevanten Umwelt.
Und Systeme bilden Strukturen. Bei kleinen Kindern zum Beispiel wissen wir, dass ab dem ca. 4., 5. Schwangerschaftsmonat das Gehirn seine neuronalen Strukturen zu bilden beginnt. Das Kind wird selbst auch psychisch unterscheidungsfähig, auch wenn es noch nicht über Sprache verfügt. Es spürt zum Beispiel, wenn die Mutter chronischem Stress ausgesetzt ist, weil sie vom Partner misshandelt wird, weil die Beziehung in die Brüche gegangen ist, weil sie Zukunftsängste hat. Und man kann nachweisen, dass diese Stressexposition aus der relevanten Umwelt des Kindes letztlich Strukturen bildet, die dazu führen, dass das Kind später, nach der Geburt und im weiteren Leben, enorm viel stresssensibler ist. Und wenn wir wissen, was Stress anrichtet mit Menschen, dann wissen wir, dass wir es hier wirklich mit Gesundheitsrelevanz relevanten Aspekten zu tun haben. Ganz wichtig hier bei diesem Argument, oder wenn die unteren Klötzchen bei diesem Kaplaturm, bei diesem Beeindruckenden, wenn die nicht sauber ausgerichtet sind, wenn diese Strukturen nicht stabil sind, dann wird es nicht gelingen, einen solchen Turm herzustellen. Und genauso ist es bei der frühkindlichen Strukturbildung. Es ist von entscheidender Bedeutung letztlich, dass die früh gebildeten Strukturen stabil sind. Und wenn es nicht gelingt, einem Kind Urvertrauen zu vermitteln, das sagt die Psychologie schon seit annähernd 100 Jahren, oder, dann kann das verheerende Auswirkungen haben für die weitere Strukturbildung, für den Eintritt ins Bildungssystem und für den möglichen Ausbruch von psychischen Krankheiten in der Adoleszenz und im jungen Erwachsenenalter. Also wir sollen investieren in ein solides Fundament und das können wir nur, wenn wir in die Umgebung dieser Kinder investieren. Aus präventionstheoretischer Perspektive ist es relativ einfach. Prävention versucht ja immer, einem Problem zuvorzukommen. Und das macht sie, indem sie Belastungs- oder Risikofaktoren abbaut und Schutzfaktoren stärkt. Und dieses Verhältnis von Belastungs- und Schutzfaktoren in der frühen Kindheit ist entscheidend, um diese Wirkungen zu erzeugen. Was es genau meint, auf das gehe ich dann auf zwei weiteren Folien ein. Also von dem her nochmals das zu betonen, der Frühbereich ist für mich das wichtigste Handlungsfeld der Prävention überhaupt. Suchtprävention in der Schule zu betreiben ist absolut sinnvoll und wichtig, aber es reicht nicht. Die Grundlagen für eine Suchterkrankung werden maßgeblich schon in den ersten Lebensjahren angelegt, eben durch ungünstige Umgebungsbedingungen. Dann hat das Ganze auch natürlich mit der Vererbung von Armut zu tun. Oder? Wir wissen statistisch gesehen, dass wenn man als Kind von sozioökonomisch benachteiligten Familien, also Familien mit einem tiefen Bildungsstand und einem geringen Einkommen auf die Welt kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man später als erwachsene Person in den gleichen Verhältnissen leben wird, ist massiv gesteigert. Massiv gesteigert. Das heißt, wenn wir solche Familien unterstützen, unterstützen wir auch ihren Versuch, aus diesen quasi Regelmechanismen auszubrechen und später ihren Kindern respektive den Kindern als Erwachsene ein besseres Leben zu ermöglichen. Das hat sehr viel auch mit Gesundheitschancen zu tun. Hier diese berühmte Grafik von Michael Marmot aus England, wo er die 10% privilegiertesten der Bevölkerung in England verglichen hat mit den 10% minder privilegiertesten. Das obere ist die Lebenserwartung, das heißt 10 Jahre unterschiedliche Lebenserwartung. Die minder privilegiertesten leben im Durchschnitt 10 Jahre weniger lang als die anderen. Die untere Kurve ist die Belastung durch chronische Krankheiten im Laufe dieses Lebens. Hier ist der Unterschied 18 Jahre. Das heißt, sozioökonomisch benachteiligte Personen leiden 18 Jahre lang mehr an chronischen Krankheiten als die Privilegierten. Und ich bringe diese Folie auch immer wieder, weil die erste Policy-Empfehlung von Michael Marmot ist, give every child the best start in life. Also schaut dafür, dass jedes Kind einen guten Start ins Leben bekommt. Dann können wir diese Kurven einander annähern. Und wenn wir an die Zahlen in der Schweiz anschauen,
Genau, dann stellen wir fest, dass 2,9% der Haushalte ohne Kinder von der Sozialhilfe abhängig sind und bei den Haushalten mit Kindern dieser Wert schon auf 5% angestiegen ist. Und wir wissen dann, dass 22% der Alleinerziehenden auf Sozialhilfe angewiesen sind. Es gibt Kantone, die haben darauf reagiert. Neuenburg ist so ein solcher Kanton. Die haben gesagt, das darf nicht sein. Oder wir dürfen diese Menschen nicht von der Sozialhilfe abhängig machen, weil sie ja unverschuldet in diese Verhältnisse reinkommen, sondern wir gewähren ihnen Ergänzungsleistungen. Oder was ganz andere Voraussetzungen sind und was viel weniger stigmatisierend ist als der Bezug von Sozialhilfe. 22% bei den unter 25-Jährigen. Also den jungen Eltern letztlich, die Frühkinder bekommen haben und alleinerziehend sind, liegt dieser Wert bei 63%. Das heißt, 2/3 der jungen Alleinerziehenden sind auf Sozialhilfe angewiesen. Bei den Migranten und Migrantinnen ist dieser Wert noch einmal höher. Genau, dann kommen wir quasi wieder zu den Belastungsfaktoren aus der präventionstheoretischen Perspektive. In der wissenschaftlichen Literatur wird das immer abgehandelt unter Adverse Childhood Experiences. Und da stehen im Vordergrund die Erfahrung von körperlicher und/oder sexueller Gewalt im frühen Kindesalter und auf der anderen Seite die emotionale Vernachlässigung und andere Traumata, wie zum Beispiel Verlust der Mutter oder was auch immer. Und wenn Kinder diesen Belastungen ausgesetzt sind, dann hat das Auswirkungen auf ihre Gesundheit und ihr Sozialverhalten bis ins Erwachsenenalter. Also wir wissen zum Beispiel, dass Kinder, die 2 solche schwere traumatische Erfahrungen gemacht haben, letztlich auch im Durchschnitt deutlich weniger lang leben, deutlich mehr chronische Erkrankungen letztlich haben. Und dass auch ihr Sozialverhalten massiv geprägt wird dadurch. Es gibt Untersuchungen von Straftätern, Gewalttätern in den USA. Der Bindungstheoretiker Bowlby hat das schon gemacht und der hat quasi wie familiäre Anamnesen gemacht mit diesen im Gefängnis einsitzenden jungen Männern. Und er hat durchgehend festgestellt, dass bei allen eine in der Regel emotionale Vernachlässigung und Gewalterfahrung in der frühen Kindheit vorgekommen ist. Also zu einer Zeit, wo sie sich nicht daran erinnern können. Oder? Und was natürlich dann mit sich bringt, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wieso sie so gewalttätig sind. Sie merken einfach, dass sie immer aus der Haut fahren, wenn sie provoziert werden oder was auch immer. Oder dass sie im schlimmeren Fall überhaupt keine Gefühle entwickeln können und dementsprechend eben vollkommen mitleidlos andere Menschen quälen. Genau. Von dem her ist es eminent wichtig, auch die Familien zu erkennen, bei denen solche Adverse Childhood Experiences vorkommen. Das wäre dann schon eine Frage des Kindesschutzes oder noch besser, sie früher zu erkennen, um dazu beizutragen, dass diese Vorfälle gar nicht vorkommen. Auf diesen Punkt der Früherkennung komme ich dann noch anhand der familienzentrierten Vernetzung zurück. Wenn wir das Ganze entwicklungspsychologisch anschauen, habe ich schon erwähnt, genau, wir haben die zentrale Bedeutung des Urvertrauens, wir haben die ganzen Erkenntnisse aus der Bindungsforschung. Seit 60, 70 Jahren weiß man, wie enorm wichtig es ist, dass ein Kind eine gute Bindung zu seinen primären Bezugspersonen aufbauen kann. Das zentrale Zitat bei Katrin Schulte ist am Anfang in der Einführung erwähnt, oder wir müssen den Kindern Wurzeln und Flügel vermitteln. Oder? Die Wurzeln, die Gewissheit, dass sie jemanden haben, zu dem sie immer wieder zurück können, wenn sie mit ihren Flügeln die Welt entdecken. Oder? Und so müssen wir die Familien unterstützen, dass ihnen das möglich ist, ihnen diese Sicherheit zu geben. Programme, Frühförderprogramme wie PAT, Parents as Teachers, sind genau darauf ausgerichtet, letztlich die Familien dabei zu unterstützen, die es eben nicht so einfach haben, diese Bindung aufzubauen, wie das normalerweise in den Familien eben wie von selbst geschieht.
Und dann, wie auch schon gesagt, die Bedeutung der Elternzeit ist unbestritten. Das ist eine unbestritten wichtige Investition in die Zukunft der Kinder, dass die Eltern die Zeit haben, letztlich eine Bindung zum Kind aufzubauen. Wir haben in Skandinavien bis ein Jahr bezahlte Elternzeit für beide Elternteile und 3 Jahre lang gesicherte Arbeitsplätze für die Frauen, die länger zu Hause bleiben wollen. Und wir kämpfen uns da mit diesen 14 Wochen Mutterschaftsurlaub und 2 Wochen Vaterschaftsurlaub durch. Und das ist wirklich fast fahrlässig. Das sage ich jetzt auch, nicht nur als dreifacher Vater, wo wir noch keinerlei solche Dinge gehabt haben natürlich, sondern ich sage es auch als jetzt dann gleich dreifacher Großvater. Oder? Und wenn ich da meine Jungs beobachte mit ihren Frauen, wie die da versuchen müssen, die Berufe mit der Familienarbeit in Verbindung zu bringen, das geht gar nicht ohne Großeltern. Oder? Und das ist nicht gut, weil nicht alle haben ihre Großeltern entsprechend zur Verfügung. Genau, dann gehen wir zur naturwissenschaftlichen Perspektive, die sehr stark dazu beigetragen hat, dass eben auch die Politik zunehmend aufmerksam wird auf die Bedeutung der frühen Kindheit, weil Disziplinen wie die Neurobiologie eben zeigen, welche Auswirkungen auf das kindliche Gehirn zum Beispiel frühkindlicher Stress hat. Man weiß, dass der ganze Stressregulationsbereich hier im präfrontalen Kortex, dass der bei gewaltbetroffenen Kindern und emotional vernachlässigten Kindern überhaupt nicht ausgebaut ist. Also sie haben die neuronalen Voraussetzungen schon gar nicht, um wieder runterzukommen und sich nicht durch alles stressen zu lassen. Genau, und das ist sehr wichtig, da Naturwissenschaften sind halt schon noch die anerkannteren Wissenschaften und da beginnen die Leute dann aufzuhorchen, obwohl die ganze Stressforschung schon seit 70 Jahren das genau Gleiche sagt, oder eben die Bindungsforschung. Da gibt es einen neueren Bereich, der ist etwa seit 30, 40 Jahren so in Diskussion, die Lehre der sogenannten Epigenetik, der Genaktivierung, die eben sagt, ja, Gene sind nicht nur übermitteltes Wissen über Generationen hinweg, sondern Gene sind auch aktivierbar oder deaktivierbar. Nicht alle Gene, aber viele Gene. Und das sind auch gesundheitsrelevante Gene drunter. Und da gibt es so etwas wie unser Stressgen, das ist bekannt und isoliert, und da weiß man, das Stressgen ist bei jedem Menschen immer aktiviert, weil wir müssen aus Überlebensperspektive, müssen wir in der Lage sein, in gefährlichen Situationen Stress zu entwickeln. Sonst werden wir vom Löwen gefressen oder was auch immer, wenn uns einer entgegenkommt. So. Es gibt aber auch, hat die Epigenetik herausgefunden, so etwas wie ein Antistressgen. Und dieses Antistressgen reguliert beim Einsetzen des Stressgens diesen Stress. Also es gibt eine feinere Kalibrierung. Und dieses Antistressgen ist bei Geburt eines Menschen ausgeschaltet. Oder? Und wenn der Mensch dann, das kleine Kind, Zuwendung bekommt, gestreichelt wird, gehalten wird, natürlich gefüttert, genährt und gepflegt wird, oder? Dann beginnt sich dieses Antistressgen zu aktivieren. Wenn das nicht gesteht, bleibt es deaktiviert. Das heißt, diese Kinder sind dann längere Zeit, man weiß noch nicht, ob das dann nicht mehr reversibel ist, aber nach dem ersten Lebensjahr deutlich stresssensibler. Und das wiederum bedeutet, dass sie halt quasi vermehrt an Stressfolgebelastungen ausgesetzt sind, wie das zum Beispiel Depressionen sind oder übermäßige Aggressivität. Wenn wir dann auf die Ebene der Schutzfaktoren gehen, aus präventionstheoretischer Perspektive, dann sage ich immer, ja, die eigentlichen Schutzfaktoren, die in der frühen Kindheit aufgebaut werden und die letztlich die sogenannte Resilienz, die Widerstandsfähigkeit eines Kindes gegenüber Belastungen im weiteren Leben ausmachen, dann können wir hier von Lebenskompetenzen sprechen. Es sind ganz viele Lebenskompetenzen aufgeführt, wo es massenweise wissenschaftliche Literatur gibt, die immer wieder zeigt, dass die Basis dieser Lebenskompetenzen in den ersten 4 Altersjahren weitestgehend gelegt ist. Weitestgehend, sei das die kognitive Intelligenz, alles teilweise auch genetisch vermittelt, aber eben natürlich auch durch die sozialen Umweltbedingungen letztlich vermittelt. Sprachkompetenz zum einen, ganz klar, wissen wir, dass Kinder neurobiologisch gesehen im Alter zwischen 2 und 4 die Fähigkeit haben, 2 oder 3 Sprachen gleichzeitig zu lernen.
meine Enkelin jetzt, also das mittlere Kind, wenn das andere dann kommt, hat eine chinesische Mutter, oder? Und dieses Kind lernt jetzt, das ist jetzt 2 Jahre, lernt jetzt Chinesisch und Deutsch zur gleichen Zeit. Absolut problemlos. Ich selbst versuche auch seit etwa 4 Jahren Chinesisch zu lernen. Es ist ein bisschen frustrierend, aber es deutet natürlich genau auf diese Flexibilität der Strukturen hin. Und wir wissen aus der Neurobiologie, dass wenn man diesen Prozess verpasst und erst später eine zweite Sprache dazulernt, wie ich zum Beispiel Französisch oder jetzt eben Chinesisch, dass der Erwerb dann ganz anders abläuft, auch in einem eigenen neuronalen Netzwerk. Das heißt, wenn wir Kinder mit Migrationshintergrund haben, die letztlich nie mit deutscher Sprache in Kontakt kommen, oder, dann verpassen sie diese Chance, oder, dieses Fenster, um die Landessprache, die hier so wichtig ist, im Bildungssystem auch, um die eben frühzeitig zu lernen. Also können wir uns von Seiten der Zivilgesellschaft und natürlich auch der Politik überlegen, wie können wir die Familien dabei unterstützen, eben frühzeitig Deutsch zu lernen, dass, wenn sie in den Kindergarten kommen, mindestens Basiskenntnisse in Deutsch haben. In Basel-Stadt wird das so gemacht, dass man Eltern mit Migrationshintergrund verpflichtet, 2 halbe Tage pro Woche eine Sprachförderspielgruppe mit ausgebildeten Leuten zu besuchen. Das Ganze ist kostenfrei und es gibt zusätzliche Unterstützungsangebote letztlich für die Mütter in der Regel, teilweise auch für die Väter. Ich habe mal mit der damaligen Verantwortlichen gesprochen. Und hat gesagt, ja, gibt es da keine Widerstände, so Verpflichtungen und Zeugs und Sachen. Und hat gesagt, die haben nie, nicht nur eine einzige Familie gehört, die sich dagegen beschwert hätte. Die finden das einfach super, oder? Sie finden es super, dass sie einen gratis Spielgruppenplatz bekommen. Das Problem seien die sozial benachteiligten Schweizer Eltern, wo Deutsch zu Hause gesprochen wird und die für ihren Spielgruppenplatz auch in Basel bezahlen müssen. Ich habe jetzt gerade auch gehört, vor 2 Tagen war ich in Chur, dass in Chur das auch jetzt mittlerweile seit 3 Jahren eingeführt ist, diese verpflichtenden Sprachförderspielgruppen. Die Ergebnisse sind phänomenal. Sie lernen es halt einfach, oder? Und wenn sie Deutsch können, wenn sie in den Kindergarten kommen, haben sie ganz andere Chancen im Bildungssystem. Genau, dann kommen wir zu dieser bildungstheoretischen Perspektive. Ich sage immer gerne in Vorträgen auch zum Schulsystem, Bildung ist eigentlich vor allem ein Erwerb von Lebenskompetenzen, also das heißt das weitere Schulen dieser Kompetenzen. Und ein ganz wichtiges Element, und das ist dann auch immer wieder eine versteckte Schulkritik, oder? Lebenskompetenzen können nicht vermittelt werden, auch wenn sie jetzt als überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21 festgeschrieben sind. Die kann man nicht unterrichten, sondern es braucht Erfahrungsmöglichkeiten. Also Erfahrungsmöglichkeiten, die einem helfen, Herausforderungen zu überwinden mit Hilfe dieser Kompetenzen. Und Erfahrungslernen braucht sehr viel Zeit, das ist klar. Und was wir den kleinen Kindern bieten müssen, ist eben Zeit und Gelegenheit, diese Kompetenzen letztlich zu schulen. Die zentrale Bedeutung des freien Spiels darf nicht unterschätzt werden. Das geht eben nicht als Unterricht, das geht nicht, wie hat letztens jemand gesagt, durch Kampf basteln oder was auch immer. Ich musste lachen, aber es geht darum, dass die Kinder sich entfalten können. Möglichst mit anderen Kindern zusammen, möglichst auch in Außenräumen, möglichst in der freien, Umgebung. Und es ist nicht so viel, braucht aber trotzdem angemessene Rahmenbedingungen. Es braucht feinfühlige Betreuungspersonen, jetzt in der familienergänzenden Kinderbetreuung. Es braucht Beobachtung. Oder? Das sind alles Dinge, die hohe Kompetenzen letztlich mit sich bringen und dementsprechend auch entsprechend gefördert und wenn irgendwie möglich auch entsprechend bezahlt sein sollten, wenn wir von der familienergänzenden Kinderbetreuung sprechen. Also die frühe Kindheit ist die entscheidende Bildungsphase und der Beweis dafür, das ist dieses kleine Mädchen, kleines Video, das sehr vieles zeigt, wie das abläuft, das ist quasi tonfrei.
Genau, sprechen wir von Hartnäckigkeit, sprechen wir von Problemlösungskompetenz, sprechen wir von Risikokompetenz, von Fantasie und so weiter und so fort, oder? Das ist alles, was hier geübt wird, oder? Und offensichtlich eben auch erfolgreich. Braucht aber eine Umgebung, die das zulässt, oder? Nicht eine Mutter, die das Kind sofort nimmt und es auf den Boden stellt, weil es einfach schneller geht und praktischer ist, genau. Und diese Lernprozesse, die dauern natürlich über die frühe Kindheit heraus. Also wenn wir im Schulsystem oder überhaupt bei Kindern und Jugendlichen die Umwelt immer sicherer machen, oder, und sie nichts mehr dürfen, keine Risiken eingehen dürfen, wie sollen sie dann Risikokompetenz erwerben? Oder? Und da müssen wir uns immer überlegen, inwiefern führt dieses Streben nach Sicherheit eben dann auch zu Nachteilen, zu Defiziten in anderen Bereichen. Genau, kommen wir zur Frage, ja, warum brauchen wir das überhaupt, oder? Und wenn wir die ganze Evolutionsgeschichte anschauen, dann wissen wir, dass Menschen eigentlich während ca. 95%, seit es Menschen gibt, seit etwa 2 Millionen Jahren, also die ersten Menschenformen gekommen sind, dass sich die in solchen und ähnlichen Verhältnissen letztlich bewegt haben. Das heißt, kleine Kinder sind in Großfamilien auf die Welt gekommen und es wäre absurd gewesen in diesen Großfamilien, wenn nur die leiblichen Eltern irgendeine Betreuungsfunktion gehabt hätten. Oder? Da hat man sich gegenseitig unterstützt. Das Nigerianische, habe ich herausgefunden, Sprichwort, it takes a village to raise a child, drückt genau das aus. Es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Wir haben aber in der Neuzeit, insbesondere in den letzten 100 Jahren, 50 Jahren, 30 Jahren, sich sehr schnell verändernde Familienformen und Rollenbilder. Oder? Die Rolle der Frau ist eine andere als noch vor 30 Jahren vollkommen. Und dementsprechend haben wir andere Familienformen, insbesondere eine zunehmende Zahl an Alleinerziehenden. Und da sieht man diesen Widerspruch. Oder wo früher ein ganzes Dorf respektive ein ganzer Clan verantwortlich war, um ein Kind ins Leben zu führen, ist es hier eine einzelne Person, die im Idealfall sich noch auf irgendwelche Eltern verlassen kann oder wohlmeinende Nachbarinnen oder was auch immer, aber die ganze Verantwortung letztlich auf den eigenen Schultern trägt. Und das heißt bei diesen gesellschaftlichen Veränderungen, dass es Instanzen geben muss, die garantieren, dass das eben anders läuft. Und das wäre halt in unserem Fall wirklich der Staat. Oh. Es war auch im 19. Jahrhundert, wurde immer wieder die Frage gestellt, allgemeine Schulpflicht. Brauchen wir das wirklich? Ist das wirklich notwendig? Wir sind ja auch gut rausgekommen und die Kinder müssen auf dem Hof mithelfen und was auch immer, oder? Hat es riesige politische Widerstände gegeben, wie heute auch beim Ausbau der frühen Förderung. Und heute ist allen klar, oder? Das ist eine zentrale Errungenschaft der Gesellschaft, dass der Staat dafür sorgt, dass jedes Kind mindestens 9 Jahre Schulunterricht bekommt, oder? Und es wird irgendwann ganz sicher so sein, dass es auch im Frühbereich, wie es in anderen Ländern der Fall ist, eben auch so kommen wird. Ja, und schließlich haben wir es sogar geschafft, das Frauenstimmrecht einzuführen. Und auch das war ja bekannterweise eine ziemlich umstrittene Gesellschaft, aber es geht halt alles ein bisschen länger in der Schweiz. Ich erinnere daran, 1979 war der große Moment, nicht überall, aber meistens. Und in der Türkei war es 1929 und in Finnland war es 1909. Also ich weiß nicht wieso, aber offensichtlich braucht es ein bisschen mehr. Und da das Ganze, da kommt dieser Investitionsbegriff, der ja ein wirtschaftlicher, ökonomischer Begriff ist, ins Spiel. Das lohnt sich eben auch volkswirtschaftlich. Das ist James Heckman, der hat in ganz vielen Studien den sogenannten Return on Invest, also das, was ein Staat einspart an Hilfeleistungen in der Schule, an Sozialhilfekosten, an Gesundheitskosten, letztlich ausgerechnet und verglichen mit den Investitionen im Frühbereich. Und er sagt, je früher, desto größer ist dieser ROI. Und das ist nicht irgendein sandalentragender linker Soziologe, sondern das ist ein Wirtschaftsnobelpreisträger. Oder? Und der macht das auch sehr sorgfältig seit 20 Jahren, genau immer wieder diese Studien, die den Regierungen auch zeigen, wie wichtig es auch ökonomisch wäre, in diesem Bereich entsprechend zu investieren. Ich bin dann immer ein bisschen skeptisch, dass ich sage, ja, wir haben sowas wie Kinderrechte, oder? Auch wir haben in der Schweiz haben die Kinderrechtskonvention ratifiziert.
97 und wieso ist es überhaupt nötig, so diese ganze finanzielle Seite immer wieder in den Vordergrund zu schieben? Oder es sollte ja eigentlich reichen, jedem Kind einen anständigen, gut gelingenden Start ins Leben zu ermöglichen. Genau, also frühe Förderung ist eine präventive Investition. Das haben wir jetzt gesehen und jetzt kommen wir noch zur Frage, ja, wie kann man dieses Potenzial dann wirklich auch umsetzen? Es wurde auch gesagt, ja, Strategiepapiere sind super, aber irgendwann muss man das Ganze auch noch zu Boden bringen. Genau, wenn wir die Situation der Schweiz anschauen, dann müssen wir sagen, ja, okay, klappt noch nicht ganz so gut im Großen und Ganzen. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz, OECD-Länder jetzt mal genommen, nur die USA schaffen es hier noch wirklich schlechter drauf zu sein, aber in den OECD-Staaten ist die Schweiz wirklich im hintersten Sechstel bis Siebtel in ganz vielen Hinsichten, was Investitionen in den Frühbereich betrifft. Wir haben das politische Bewusstsein noch nicht in diesem Land, wie wichtig das wirklich ist. Oder? Ich sehe es auch viel an solchen Veranstaltungen, sind immer die Fachleute da natürlich, vor allem die Fachfrauen in diesem Bereich. Oder? Politik ist äußerst selten vertreten. Und wenn, dann sind es die Verantwortlichen für dieses Dossier, aber so Wirtschaftspolitiker und Politikerinnen, die habe ich noch nie gesehen an einer solchen Veranstaltung. Und das ist das, was Sie gesagt haben, so eminent wichtig. Oder? Das ist eine intersektorale und interdepartementale Aufgabe, weil alle Departemente profitieren letztlich davon. Genau, dann haben wir eine typische Föderalismusproblematik, oder? Dass alle Instanzen, sei das Bund, Kantone und Gemeinden, sich den, ich sage jetzt nicht schwarzen Peter, aber die Aufgabe letztlich zuschieben. Oder? Wir haben einen Bund, der ist sehr, sehr zurückhaltend in Bezug, zum Beispiel, was immer wieder von fachlicher Seite gefordert wird, die Formulierung einer nationalen Strategie der frühen Förderung. Die wird seit knapp 20 Jahren wird die immer wieder eingefordert. Aber man muss dem Bund auch gerecht werden. In der Schweiz ist es schon so, dass die Kantone immer ihre Zuständigkeit reklamieren. Das kennen wir aus dem Bildungssystem, wo wir uns den verwaltungstechnisch, sagen wir, eher sonderbaren Aufwand leisten, 27 verschiedene Schulsysteme zu haben, oder? Auf dem Gebiet eines mittleren deutschen Bundeslandes. Genau, das heißt, also die Kantone lassen sich die Verantwortung auch nicht gerne nehmen, aber dann ist es halt dann oft so, dass die Kantone wiederum die ganze Last letztlich den Gemeinden zuordnen. Das ist von Kanton zu Kanton verschieden und es gibt natürlich auch Fortschritte. Sie gehen halt den Fachleuten und insbesondere denen, die sich auch wissenschaftlich damit auseinandersetzen, halt ein bisschen zu lang. Genau, den Vergleich mit der Einführung der Schulpflicht, den habe ich schon gebracht. Dann die positiven Aspekte. Genau, auf der einen Seite haben insbesondere Stiftungen wie die Jacobs Foundation, die Mercator Stiftung, teilweise die Roger Federer Foundation in den letzten 15 Jahren sehr viel investiert in diesen Bereich. Sie haben Studien finanziert, sie haben Projekte wie Primo Kids finanziert und so weiter und so fort. Kommen aber alle Stiftungen langsam zum Schluss, dass sie sich aus diesem Bereich zurückziehen. Schlicht und einfach, weil sie sagen, irgendwann muss die Politik erwachsen werden. Irgendwann muss das als Staatsaufgabe anerkannt werden. Wir haben entsprechend viele solide Daten zur Situation in der Schweiz. Das war vor 15 Jahren noch anders. Wir haben eine steigende Zahl an politischen Initiativen in verschiedenen Kantonen, dass Strategien entwickelt werden. Mittlerweile sind es doch etwa 17 oder 18 Kantonen, die eine Strategie der frühen Förderung haben und eine zunehmende Zahl von Gemeinden, die das machen. Genau, und wir haben jetzt mittlerweile auch eine Lobbyorganisation, Alliance Enfants, die sich weiter darum kümmert, jetzt wo sich die Jacobs Foundation aus dem Geschäft zurückgezogen hat, diese Anliegen der frühen Förderung zunehmend in die Politik reinzubringen. Wenn wir in die einzelnen Handlungsfelder gehen, ist klar, in der Schweiz ist die ganze frühe Förderung immer sehr stark geprägt durch die familienergänzende Bildung, Betreuung und Erziehung, FBBE. Das ist in Österreich und in Deutschland ganz anders. Die frühe Hilfenkonzepte dort, die sind sehr stark geprägt durch soziale Gerechtigkeit.
Also Unterstützung von Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf. In der Schweiz ist immer nur familienergänzende Kinderbetreuung, wobei wir in den letzten Jahren wirklich auch erfolgreich versucht haben, die sozialpolitische, die armutstheoretische, die gleichheitstheoretische Dimension mit in die Diskussion zu bringen. FBB, klar, wir kennen alle, viele von Ihnen arbeiten in diesem Bereich. Wir haben die Kitas vor allem in den Städten stark vertreten, dann die Spielgruppen auf dem Land, noch sehr bedeutend in der Schweiz, die familienergänzende Kinderbetreuung betreiben, die Tagesfamilien. Wir haben eine große Vielfalt des Angebots, jetzt mal positiv formuliert. Genau, kann man auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen. Wir haben aber, und das ist in vielen Studien nachgewiesen, wirklich noch Probleme mit der Qualität. Das betrifft nicht das Engagement der Leute, die in diesem Bereich sind. Die geben wirklich alles, aber wir wissen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen von Spielgruppen, Kleinunternehmerinnen oder von Kitas einfach sehr, sehr schwierig sind. Wir haben dann strukturelle Defizite, zu viele Kinder pro Betreuungsperson, schlechte Räumlichkeiten, keine Außenräumlichkeiten. Und wir haben Aspekte, die auch mit der nicht ausreichenden Ausbildung dieser Personen letztlich zusammenhängen. So, weil, und das ist das, was Sie in Skandinavien sagen, es gibt keinen fachlichen Grund dafür, dass eine Kleinkindererzieherin schlechter ausgebildet sein sollte als ein Gymnasiallehrer. Es gibt auch kein Argument dafür, dass eine Kleinkindererzieherin geringer bezahlt werden sollte als ein Gymnasiallehrer oder eine Gymnasiallehrerin. Und die machen es dann so. Die sind gleich gut ausgebildet und entsprechend eben auch bezahlt. Haben auch eine ganz andere gesellschaftliche Wertschätzung. Das geht auch dann bis ins formale Bildungssystem. Und natürlich haben wir auch in der Schweiz eine riesige Vielfalt an weiteren Angeboten, zum Beispiel die medizinische Unterstützung rund um die Geburt, wo wir sicher international gesehen nicht schlecht aufgestellt sind. Wir haben die Mütter-Väter-Beratung, die institutionalisiert ist, die vorhanden ist, eine sehr wertvolle Struktur. Wir haben spezifische Fördermaßnahmen bei Entwicklungsschwierigkeiten, Logopädie etc. Wir haben Begegnungsorte für Eltern mit kleinen Kindern, mehr oder weniger. Vor allem in Städten gibt es immer mehr jetzt. Das sind sehr niederschwellige Kontaktorte auch. Wir haben formelle und informelle Elternbildung, die geleistet wird. Wir haben Hausbesuchsprogramme wie PAT oder Schrittweise. Und wir haben Maßnahmen der Unterstützung der sozialen Sicherheit dieser Familien. Ganz wichtig in dieser Vielfalt ist die Vernetzung. Das heißt, eine gute Vernetzung der Organisation, wie sie hier mit diesem Anlass eben gepflegt werden, eine gute Vernetzung der Organisationen und Akteurinnen in diesem Bereich liefert auch den Familienorientierungssicherheit. Und sie garantiert eine interprofessionelle Zusammenarbeit, die von elementarer Bedeutung ist, weil das Kind aus jeder Optik, sei das nun eine Kindertagesbetreuerin, sei das eine Kinderärztin oder eine Gynäkologin, aus jeder Perspektive letztlich wieder ein anderes Kind ist. Das heißt, diese institutionelle Vernetzung, die kann nur funktionieren, wenn wirklich halt auch eine gewisse verwaltungsmäßige Verantwortung übernommen wird. Das weiß man aus der Forschung, dass wenn man das Ganze immer nur von den Individuen abhängig macht, dass sie miteinander Kontakt aufnehmen, dann funktioniert diese Vernetzung nicht so, wie sie letztlich funktionieren sollte. Also das Einrichten einer Koordinationsstelle in einer Gemeinde, mit relativ wenig Stellenprozenten, wo die Eltern wissen, da kann ich mich hinwenden, da weiß die Person weiß dann, wo ich was finde. Das ist etwas sehr Wichtiges. Dieser ganze Vernetzungsgedanke ist eben insbesondere von Bedeutung, wenn es um Familien mit besonderen Bedürfnissen geht. Also Familien mit besonderen Belastungen, das können sozial Benachteiligte sein, sind meistens sozial benachteiligt, aber bei weitem nicht nur. Weil es gibt auch sozial gutgestellte Familien, wo zum Beispiel die Mutter eine Depression hat, wo es zu Scheidung kommt oder was auch immer. Und das sind Belastungen letztlich, die wirken sich ohne Unterstützung dieser Familien in der Regel eben nicht sehr positiv auf das Kind aus. Wir wissen, das haben wir gesehen, dass Familien ein gehörtes Armutsrisiko haben, wenn sie Kinder haben.
Wir wissen, dass vulnerable Familien, also Familien mit wenig Ressourcen letztlich eine größere Gefahr haben, dass Dinge abgehen, die für das Kind nicht gut sind und seine Entwicklung. Wir wissen aber auch, dass diese Familien eben immer schwierig zu erreichen sind. Das ist etwas, das ist aus dem Kinderschutz sehr bekannt. Oder? Und die Frage, wie können wir diese Familien besser erreichen, die sind wir im Rahmen einer Studie mit dem Ansatz der familienzentrierten Vernetzung nachgegangen. Ganz kurz geschildert, das Ganze leitet sich ab vom Frühe-Hilfen-Konzept in Österreich. Die ÖsterreicherInnen haben es geschafft, seit 2015 das ganze Land, sämtliche einzelnen Bundesländer und sämtliche Versorgungsgebiete von mehreren Gemeinden oder Städten mit Frühe-Hilfen-Angeboten zu überziehen. Und frühe Hilfe ist einerseits die institutionelle Vernetzung der Akteure im Frühbereich und auf der anderen Seite werden diese Akteure als Früherkennungsinstanzen genutzt. Also ein Beispiel, wenn eine Kinderärztin eine Familie in der Regelbetreuung hat, Mutter mit Kind, und sie stellt fest, ah, der Mutter geht es nicht gut. Oder hat vielleicht blaue Flecken oder sie hat eine Depression oder sie kann keine Bindung zu ihrem Kind aufbauen. Dann hat diese Kinderärztin, die das Programm kennt, zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, sie fragt diese Mutter, wären sie allenfalls interessiert an einer ressourcenorientierten, freiwilligen Begleitung durch dieses frühe Hilfenzentrum oder durch diese familienzentrierte Vernetzung. Das ist in Österreich, sagen da etwa 97-98% der Mütter ja, wenn sie das gefragt werden. Von einer Ärztin, die eine Respektsperson ist. Zweite Aufgabe ist, darf ich Ihre Daten weitergeben, damit diese Stelle mit Ihnen in Kontakt tritt? 95% Zustimmung. Dann ist das Datenschutzproblem schon mal ziemlich gelöst. Oder? Und diese Stelle nimmt dann innerhalb von 2 Arbeitstagen mit dieser Familie Kontakt auf. In der Regel zu Hause gibt es ein Assessment, man sitzt mit ihr zusammen. In der Regel 2 Beraterinnen in Österreich, die zu ihr gehen und sie kann dann auswählen, welche Begleiterin sie möchte. Und dann wird zusammen bestimmt, welche Unterstützungsangebote diese Familie braucht. Das kann eine sehr kurzfristige Unterstützung sein, zum Beispiel im Suchen eines Kita-Platzes, aber vielleicht auch eine mehrjährige Begleitung, die dann vielleicht auch eine Schuldenberatung beinhaltet oder ein Programm wie PAT, Parents as Teachers, weil das für die Familie das Beste ist. Das heißt, diese Begleiterin ist nicht eine Beraterin im eigentlichen Sinn, sondern eine Case Managerin. Und eine Bezugsperson für die Familien. Und wenn sie dann eine Schuldenberatung für nötig erachtet mit der Familie zusammen, dann gibt sie ihr nicht einfach das Kärtchen in die Hand und sagt, ja, gehen Sie dort mal hin, sondern sie macht einen Termin ab und geht mit der Frau dorthin. Und dann wird die Schuldenberatung eingeleitet und wenn sie fertig ist, ist die Kontaktperson immer noch da und kann weiter für die Familie schauen. Extrem effizient. Wir haben in Österreich mittlerweile etwa 7500 Familien so begleitet. Und die Zufriedenheit der Familien ist eminent. Und mittlerweile ist es so, dass 50% der Familien, die sich anmelden, kommen freiwillig, gehen an die Kontaktstelle und melden sich an, weil sie von ihren Kolleginnen, Nachbarinnen von diesem Programm gehört haben. Genau. In unserer Studie haben wir festgestellt, dass es Vernetzung gibt in der Schweiz, aber eben nur institutionelle Vernetzung. Nur in den seltensten Fällen ist wirklich ein Betreuungsangebot, ein Begleitungsangebot damit verbunden. Und eine große Herausforderung ist, und besonders sinnvoll wäre, vor allem die Berufe rund um die Geburt zu gewinnen, hier sich einzugeben. Das sind Kinderärztinnen, das sind Gynäkologinnen und das sind Hebammen. Weil wir wissen, diese 3 Berufsgruppen erreichen praktisch alle Familien. Oder? Und wenn sie nicht quasi dazu beitragen können, dass es dann zu einer Unterstützung dieser Familien kommt, dann verschwinden die Kinder aus diesen belastenden Familien zunehmend aus dem Fokus der Fachleute. Weil die Mütter-Väter-Beratung erwischt in der Schweiz nur noch 54% der Familien regelmäßig. Und es sind vor allem dann halt die belasteten Familien, die diese Angebote nicht annehmen können, wollen oder was auch immer, Angst haben wegen Kindesschutz und so weiter und so fort. Also von dem her ist es ganz wichtig, dass in dieser frühen Phase letztlich Unterstützung geboten wird. Und ich sage immer, das Ganze ist eigentlich nichts anderes als ein großes Programm zur Verhinderung von Kinderschutzmaßnahmen.
Das heißt, man wartet nicht, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern man setzt mit der Begleitung und Unterstützung in einem Zeitpunkt ein, wo es eben noch nicht zu so gravierenden Vorfällen gekommen ist. Vorfälle, die selten aus Boshaftigkeit, sondern praktisch immer aus Überforderung der Familien letztlich resultieren. Genau, was braucht es am dringendsten? Ja klar, mehr Geld, immer auch, da gibt es Studien dazu, hat auch die Jacobs Foundation finanziert, haben aktuell offensichtlich einen Ausgabending, das ist von 2016, war zu dieser Zeit, jetzt ist es sicher ein bisschen mehr, von 2,7 Milliarden, was es brauchen würde, um einen so mittleren europäischen Standard zu erreichen, wären dann knapp 2 Milliarden mehr, insbesondere für eine bessere Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung. Wir haben in der Schweiz weltweit gesehen die teuersten Angebote für familienergänzende Kinderbetreuung. Oder ganz einfach, weil sie schlecht subventioniert werden, weil sie ungenügend subventioniert werden. Kanton Zürich zahlt eine Familie 67% der Vollkosten selbst. Eine Studie hat gezeigt, ich weiß nicht, nein, das ist nicht das. Eine Studie hat gezeigt, dass dieser Wert in untersuchten Gemeinden in Österreich, Frankreich und Deutschland immer unter 25% liegt. Also nur 25% der Vollkosten. In Skandinavien konsequent unter 5%. Ja, wir lachen jetzt. Wir lachen jetzt. Aber wir haben ein sehr gutes und teures formales Bildungssystem, wo wir darüber lachen würden, wenn wir sagen würden, ah ja, okay, die Eltern müssen das halt selbst bezahlen, oder? Und wir haben dann noch Bildungsgutscheine für sozial Benachteiligte. Es kostet dann halt zwar immer noch ein paar hundert Franken, aber eben so ist es halt, oder? Ist unvorstellbar, oder? Und wenn wir sagen, die frühe Kindheit ist die wichtigste Bildungsphase, wieso schaffen wir es nicht, in diese Bildungsphase entsprechend zu investieren. Dann die Programme für die spezifische Unterstützung benachteiligter Familien und eben Dinge wie Elternzeit, die natürlich auch Geld kosten. Und von Seiten der Wirtschaft familienfreundliche Arbeitszeitmodelle. Wir wissen auch aus einer etwas neueren Studie, dass der volkswirtschaftliche Nutzen letztlich nach 10 Jahren die investierten Gelder konsequent und laufend übersteigt. Also es ist durchaus langfristig gesehen eben auch eine volkswirtschaftlich lohnende Investition. Was braucht es sonst noch? Natürlich die politische Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme. Ich sage immer wieder, das ist dieser interdepartementale Ansatz. Wir haben in der Gesundheitslehre diese Rede von Health in all policies. Das heißt, nicht nur das Gesundheitssystem soll sich um Gesundheit kümmern, sondern eben auch alle anderen Departemente. Verkehrspolitik hat zum Beispiel extrem viel mit Gesundheit zu tun. Also wenn wir das Gefühl haben, unsere Kinder bewegten sich zu wenig und dann sehen, wie viele Kinder können quasi im Alter von 3 bis 5 Jahren ohne Elternbegleitung sich draußen bewegen, dann ist das eine siedlungspolitische und verkehrspolitische Fragestellung. Oder? Und da ist dann die Bereitschaft natürlich nicht so wahnsinnig groß, hier wirklich vermehrt Lebensräume eben auch autofrei zu machen. Also Early Childhood sollte ein Anliegen von allen Departementen im politischen und Verwaltungsbetrieb sein. Wir brauchen sicher weitere Forschung, das ist klar. Und wir brauchen vor allem einfach mehr Wertschätzung für die Berufe, die in diesem Bereich tätig sind. Insbesondere eben Frauenberufe. Oder? In der Covid-Zeit hat sich gezeigt, wie hochgradig systemrelevant das ist. Und all die ganzen Ausführungen, die ich jetzt dargelegt habe, bestätigen diesen Befund. Und wir brauchen dann letztlich einfach auch mehr Wertschätzung für Kinder. Kinder nicht nur als Kostenfaktoren und als störend anzuschauen, was hier natürlich unbestritten nicht der Fall ist, das ist mir schon klar, aber generell ist die Schweiz einfach nicht so ein wahnsinnig kinderfreundliches Land. Kann man nur mal mit dem Zug nach Italien fahren, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Okay, ich komme zum Fazit. Genau, die Verantwortung der Eltern ist natürlich von elementarer Bedeutung, aber sie reicht nicht aus, weil Eltern müssen unterstützt werden.
Es sind die Gemeinden, die eben auch unterstützt werden müssen, die Gemeinden, die die meiste Last tragen in Bezug auf die frühe Förderung, je nach Kanton unterschiedlich unterstützt von den Kantonen, kaum unterstützt vom Bund, recht. Aber die Gemeinden brauchen wirklich mehr Unterstützung, um das bereitstellen zu können, was eben Familien mit kleinen Kindern brauchen. Dazu braucht es, wie immer, wenn es um politische Entscheidungen geht, vor allem auch eine Veränderung der öffentlichen Meinung, eine höhere Wertschätzung der Arbeit, die hier geleistet wird, weil nur dann sieht die Politik eben auch die Notwendigkeit, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Okay, ich danke für die Aufmerksamkeit und ja, bin pünktlich fertig. Vielen herzlichen Dank für das sehr spannende Referat, Herr Hafen. Bleiben Sie doch noch schnell einen Moment. Ich habe gedacht, dass wir Fragen gerade direkt stellen an die Referenten. Jetzt weiss ich nicht, ist für euch gerade etwas ganz Wichtiges zum Fragen? Wäre spannend, um vielleicht gerade den Herrn Hafen direkt zu fragen. Nicht gerade alle auf das Mal. Ja, bitte. Danke. Im Kanton Basel, also in der Stadt Basel, werden die Eltern ja verpflichtet, ihre Kinder in eine Spielgruppe zu schicken, um die Sprache zu lernen. Wir haben immer wieder die Diskussion und hören, wir dürfen das nicht. Wie sieht das rechtlich aus? Ja, das wurde in Basel natürlich genau gleich wie in Chur, wurde das schon abgeklärt. Und offensichtlich sind die dortigen rechtlichen Rahmenbedingungen so, dass das eben möglich ist. Genau, das müsste man dann wieder abklären, was es brauchen würde. Vielleicht braucht es eine Gesetzesänderung, dass man das darf. Aber dort wurde das natürlich abgeklärt. Genau. Es ist auch in Chur übrigens so, dass es keinerlei Widerstände gibt, sondern nur positive Rückmeldungen von Seiten der betroffenen Eltern. Sympathischerweise haben das im Kanton Basel-Stadt sogar gemacht für die sogenannten Expats, diese ganz besonderen Migranten und Migrantinnen, die in der Pharmaindustrie tätig sind. Auch dort wurden die verpflichtet, das letztlich zu machen. Und auch das ist widerstandsfrei über die Bühne gegangen. Aus soziologischer Sicht, wie würden Sie die weniger kinderfreundliche Schweiz erklären, wenn man jetzt so an Stichworte denkt wie Zwingli, Leistungsgesellschaft etc.? Ja, natürlich werde ich das immer wieder gefragt, warum geht das in der Schweiz so lang? Und ich denke, das ist einfach einerseits so ein auch sonst zu beobachtender Zurückhaltung in Bezug auf Veränderungen. Also Frauenstimmrecht war ein gutes Beispiel, es hat sehr lange wirklich gebraucht und interessanterweise ist von dem Moment an, wo das dann eingeführt ist, ist es sofort unbestritten. Oder? Da käme niemand mehr auf die Idee, das Frauenstimmrecht abzuschaffen oder die allgemeine Schulpflicht oder was auch immer, aber diese Prozesse brauchen relativ lang. Zweite Ding ist sicher Föderalismus und die ganzen politischen Prozesse, die damit verbunden sind. Demokratie ist bekannterweise ein Zeitfresser und das ist auch gut so in einer immer sich beschleunigenden Zeit, aber in einigen Hinsichten ist es halt immer auch ein bisschen mühsam. Oder? Und wenn dann in all diesen verschiedenen Kantonen quasi die gleichen Entscheidungsprozesse durchgegangen werden müssen, wünschten wir uns von fachlicher Seite doch zwischendurch mal ein bisschen mehr Steuerung von oben und so. Aber das ist in der Schweiz halt relativ speziell. Dann das Dritte, wir sind, sagen wir mal, ein doch recht wirtschaftsliberales Land, oder? Und in einem wirtschaftsliberalen Land ist halt die politische Meinung in der Regel, dass man erstens Familien möglichst große Freiheit überlassen sollte, oder Entscheidungsfreiheit, und es wird dann teilweise das Argument so weit getrieben, dass man Angebote zur Unterstützung der Familien als freiheitseinschränkend definiert im politischen Prozess, weil das einfach in die eigene Agenda besser reinpasst. Ist natürlich fachlich gesehen ein ziemlicher Unsinn, weil diese Angebote erweitern natürlich die Möglichkeitsspielräume und die Freiheitsspielräume der Familien. Und ich käme auch nie auf die Idee zu verlangen, dass man so etwas wie eine allgemeine Kita-Pflicht einführt. Das brauchen wir nicht, werden wir nicht. Aber die Möglichkeit für eine Familie selbst zu entscheiden,
oder ich gebe mein Kind in diesem Alter so und so lange in die Kita zu einigermaßen, einigermaßen bewältigbaren Bedingungen. Das wäre sicher freiheitsförderlich. Das waren so Eigenlogik der Politik, sage ich dann immer, ja, okay, es ist halt. Darum ist auch die Bedeutung der öffentlichen Meinung so wichtig, oder? Wenn die Mehrheit der Bevölkerung nicht der Meinung ist, dass das wichtig wäre, und das ist sie in der Schweiz noch nicht, dann hat die Politik, die natürlich auch auf Wiederwahl ausgerichtet ist, auch nicht eine wahnsinnig große Motivation, hier jetzt Geld einzubringen, das dann irgendwann mal in 10, 15 Jahren zu irgendwelchen Profiten führt, oder? Wo sie dann nicht mehr in den Ämtern sind. Ja. Also ich bin gleich angesprochen, weil ich ja Politikerin bin und ich mich sehr dafür einsetze, dass das ein wenig mehr publik wird, dass man sensibilisiert wird auf dieses Thema. Ich denke, das ist ganz wichtig. Was mir auch auffällt in dieser Diskussion, dass es doch immer wieder auch eine Hürde ist, über familiäre Strukturen zu sprechen, weil es doch etwas Persönliches, Privates ist. Und man dringt quasi, wenn wir mit Fachpersonen auch sprechen, wir dringen quasi ein in Systeme, bei denen man sehr behutsam auch sein muss. Also ich sehe das auch in meinem Job als Case Managerin, da muss man ganz vorsichtig sein und gut vorbereitet sein auf die jeweilige Situation. Aber wie wichtig das ist, dass jemand eingreift und interveniert und eben auch helfen kann, um die ganzen Fäden zu ziehen, das sehe ich als ein großes Potenzial, was wir noch aufnehmen müssen. Und daran arbeiten, das sehen wir auch, wir sind am Beginn. Und ja, ich freue mich weiterhin auf die Zusammenarbeit mit der Kommission, bei der wir noch einiges zu tun haben. Wer hat noch eine Frage? Gleich jetzt. Wir können das nachher noch machen, sonst würde ich sagen, wir machen jetzt eine Pause bis 15:45. Ich danke nochmal Claudio Lutherbacher für das Kommen und dir natürlich auch einen Honig als erstes. Ein Honig, der Resilienz steigert, der brauchst du wahrscheinlich nicht, aber vielen herzlichen Dank. Merci vielmals.